Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute The Witcher 3. Und wir sind unterwegs. Oh oh, da hinten fliegt was. Und nicht gerade wenig. Wir sind unterwegs Richtung Familienklinge. Also Auftrag Familienklinge. Das gefällt mir nicht hier. Wenn die runterkommen, dann gibt's Feuer unterm Hintern. Okay, die kommen definitiv runter. So, ich warte. Kommt einer. So, der hat's hinter sich. Nächster. Oh, du bist schon unten. Okay. So, denen geben wir's. Sind ein Haufen, dummerweise. In der Menge können die auch ziemlich lästig wahrscheinlich werden. So, den Hammer. Jawohl. Die rösten wir. Und nochmal. So, komm her. Geröstet. Legt euch nicht mit dem Geralt an, ihr Scheißer. So, wir haben alle besiegt. Fröhliches Looten. Wow, das war Hardcore. Aber es hat sie mit Sicherheit rentiert. Schaut, was wir hier alles kriegen. Also, wenn sie das nicht rentiert hat, weiß ich es auch nicht. Irgendwelche Monsteraugen und so. Ich habe jetzt gar nicht auf den Level geschaut. Ich glaube 15 waren die Leute, aber bin mir jetzt nicht sicher. Jo, einwandfrei. So, Geralt, steck Schwert weg, dann rennst du schneller. Wir gehen nach oben. So, zur Sicherheit nehmen wir das da. Beziehungsweise es gibt hier nur einen Weg. Hier ist ein Feind. Oh. Oh, Level 30. Ich glaube, den lassen wir mal in Frieden. Das werde ich jetzt nicht riskieren. Level 30 ist ein bisschen hart. Das ist, glaube ich, nichts für uns. Wir sind 18. Oh, oh. Jetzt wieder stinkig. Und wir sind weg. Das ist mir zu riskant. So, wenn ihr runterkommt, seid ihr dran. Okay, sie wollen Krieg, den können sie haben. Komm her. Ah, der nächste bitte. So, da. Mit euch wären wir schon fertig. Da gehe ich aber jetzt nicht hin, da musst du schon raufkommen. Aber du darfst ein bisschen brennen, habe ich weniger Ärger. So, und Ruhe ist im Karton. Fröhliches Looten wieder. Hat sich wunderbar rentiert. Da kann man nicht meckern. Da unten ist auch einer, aber da gehen wir jetzt lieber nicht hin. Das ist nur dieser Ziegenbock. Das ist mir zu riskant, weil ich will da nicht runterfliegen, das wäre ein bisschen dämlich. So, weiter geht's, Leute. Wir nehmen wieder unser wunderschönes Schild, was ich persönlich bevorzuge im Fight. So, suche beim Waldfriedhof nach den Dieben. Das ist der Auftrag. Das werden wir auch tun. So, wir gehen nur geradeaus und wir sind schon da. 100 Meterchen. Hier schaut's aus, hier schaut's aus. So. Fröhliches Looten ist hier, sehe ich gerade. Oh, ich möchte die Kiste da hinten näher. Jo, wunderbar rentiert.
Gibt's nur irgendwas? Nein. Krabben sind hier. So, da soll man nach den Dieben suchen. Ich nehme mal an, dass die lebendig sind, darum. Ja, da sind sie wahrscheinlich schon. Ich kriege meine Schwerter. Und wer von euch hat besser, kriegt seine Rüstung. Tja, ihr werdet sterben. Also, deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Deine Mutter hat dich rausgeschissen, ey. Diesen Spruch, den hatten wir doch schon. Und wir haben damals schon festgestellt, dass es nicht gut für euch ist, wenn ihr mir am Sack geht. So, ich hoffe, ihr habt's kapiert, ihr Säcke. Durchsuche das Diebeslager nach dem Schwert Kulti. Das werden wir tun. Wir haben es auch schon gefunden. Aber wir werden hier noch weiter looten, selbstverständlich. Denn hier gibt es schöne, feine Sachen. Zumindest glaube ich das. Was haben wir jetzt das hier? Oh, ist eine Schnellreise? Okay. Das sieht aus wie ein Stein. Die Schnellreisen hier sehen etwas gewöhnungsbedürftig aus. Aber ist egal, Schnellreise ist Schnellreise. Oh, lass mich da runter. Auf zu hampseln. So, gibt's noch irgendwas hier? Ja, sonst nichts. Aber ich würde sagen, es hat sich rentiert. Bring Coolio zu einem Wachmann namens Olaf auf Kertolde. Das, was ihr nicht weiß, weg ist. Darum geben wir zur Schnellreise. Allerdings, warte mal ganz kurz. Ich werde mal die Tränke auffüllen und mich nur ein bisschen heilen vorher. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Und wir werden eine Runde meditieren, dass die Tränke wieder aufgefüllt sind. Wir haben ja sehr viele Wasserflaschen, also das haut ganz gut hin. Bisschen vergiftet sind wir, aber das ist minimalst. Das ist wirklich nicht der Rede wert, sozusagen. So eine kleine... Hoppala, nicht so viel. Eine kleine Meditation, dass die Tränke wieder aufgefüllt sind. Und weiter geht's. So, schau mal, wo das Ziel ist. Da, wir gehen nach Ker von Tolde, oder wie das Kaff da heißt. Ker von Tolde, was für ein Name für ein Kaff. So, da sind wir. Und wir gehen Richtung Ziel. Das ist... ich glaube, das war unsere Anfangsstadt hier in Skellige. Oh, ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Komm, du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe verfangen, hast du keine Chance. Was ist denn hier los, ey? Was haben die denn gemacht? Hallo. So, da ist ein Händler, dann können wir ein bisschen das Zeug andrehen, hoffentlich. Zeig mir das. Selbstverständlich, aber ich will dir eher was andrehen. Hoffentlich hat er ein bisschen Kohle. Ja, minimalst hat er. So, das haben wir eh schon alles gesehen. Das passt. Gut, wir können dem minimalst was andrehen. Bisschen Geld hat er. Das passt soweit. Das haben wir. Was können wir noch andrehen? Das, die Felle hier. Leiter, wertvolles Fossil. Oh, weg damit. Rehhaut, weg damit. Jo, haut hin. Hier nimmt er uns nichts mehr. Gut, und das will ich ihm gar nicht geben, da ehrlich gesagt. So, die Perle nimmt er. Wahrscheinlich, hey, da kriegen wir zwei. Oder haben wir zwei, super. Aber der hat nur Geld für eine. Mal schauen, ob man da irgendwas Nützliches nehmen kann. Zerriebene Perle. Was ist denn das wert? 215, das ist ein bisschen viel. Aber wir können ein paar Öle vielleicht mitnehmen. Dafür geben wir ihm die Perle. Austauschen sozusagen. Aus den Ölen mache ich Tränke. Also das hat schon Sinn. So, gehärtetes Holz. Schauen wir mal. Verkaufen wir ihm das da, gehärtetes Leder. Geht sie Nummer 1 aus? Okay, das reicht. Ist in Ordnung. Schöner Handel. Ich bin wieder Zeug, was ich nicht brauche, hey, losgeworden. Das passt. Und zieh dich um. Ich hab dich im Such deine Abenteuer anderswo. Lauf! Bla bla bla.
So, wir sollen da nach oben. Die Frage ist, wie kommen wir da rauf? Ganz nach oben, wie kommen wir da rauf? Wie kommt man da rauf? Sonst kriegst du's mit. Wie komme ich denn da rauf? Das ist blöd. Vielleicht hier. Wie? Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich da nach oben komme. Oh. Was ist hier los? Vor mir ist ein Feind. Ist der über mir oder was? Hä? Was ist hier los? Kriegsgefangener. Was ist denn hier los? Sagt mir mal einer Bescheid. Was ist los? Hier steht, dass ein Feind ist, aber der muss dann unter mir sein. In einer Höhle oder so, weil da ist nichts. So, ich gehe doch mal wieder runter. Ich weiß nicht, wie man da nach oben kommen. Das ist das Problem. Da oben muss ich das abgeben. Ich schaue mal auf die Karte. Da muss man doch irgendwo hinkommen. Das gibt's ja nicht. Irgendwie rechts oder so. Wie kommen die da nach oben? Das ist auch so komisch. Gestern auch gesoffen. Da komme ich immer weiter nach unten anstatt nach oben. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Das ist gescheit blöd. Wie kommt man denn da rauf? Scheiße. Also ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir da raufkommen, Leute. Das ist ein bisschen ein Problem jetzt. Ich weiß nicht, wie ich da raufkomme. Das ist doch ein Scheiß. Ah, noch mehr reinzoomen geht leider nicht. Vielleicht da hinten rum oder so. Anders kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Da geht ein Weg rauf. Okay, da geht ein Weg rauf, das heißt jetzt geradeaus und dann rechts. Ich glaube, da waren wir eh. Das ist ein irrsinnig weiter Weg. So, muss mal gucken, ob wir jetzt richtig sind. Jetzt links. Das heißt da, okay. Erst stolz. Noch mehr links hier wahrscheinlich, ne? Und da geht's dann rauf, oder? Jo! Okay, hier ist der Weg. So, und dann darauf, genau. So geht es, Leute. So, dann renn mal rauf, Geralt. Und da sind wir. Jawohl, haut hin. So, reden mit Olaf. Hallo, Olaf. Worum geht's? Ich hab Coolio, dein Schwert. Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Nur für das, dass er so knapp davon gekommen ist, liegt er ganz gemütlich hier da, ne? So, wir haben das geschafft. Wir können einen neuen Auftrag angehen. Schau mal, was wir hier Feines noch haben. Wir haben ja einen Haufen. Wo ist das zum Beispiel? Stelle die Diebe. Das werden wir gleich machen. Diebe schmecken mir überhaupt nicht. Das ist auf einer kleinen Insel. Ja, ich würde sagen, hier mit der Schnellreise hin und ihr wisst ja wie, ne? Also, retour zum Schnellreisepunkt. Ob der so stark ist, das Ganze möglichst zackig. Ich glaube, hier geht's retour, oder? Gehe ich jetzt falsch? Ich muss zum Schnellreisepunkt. Ja, scheiße, ich gehe falsch. Da runter. So, da ist der Schnellreisepunkt. Da ist das Ziel und wir gehen zum Leuchtturm von Edelberg.
Können wir das mal pflücken hier? Wenn ich schon am Leuchtturm bin. So, wir sollen in diese Richtung. Das machen wir dann auch. Ich glaube, das ist das, wo der verpackte Auftrag ist, wo wir den nicht beschützen konnten, weil egal wie schnell wir waren, der war immer tot. Wow, 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 wow. Da gehen wir lieber anders, bevor wir da runterfliegen. So, was ist hier los? Hier ist ein Haus. Ist da jemand drin? Kann man hier was klauen? Oh, kann man sicher ordentlich zuschlagen, sage ich mal, wenn es keiner merkt. Hoppala. Dann ist das schon okay, so auf die Art. Nur merken darf es auch keiner. So. Passt. Gehen wir rein. Schauen wir, wer da drin ist oder was da drin ist. Ich komme nicht rein. Okay, da kann man anscheinend nicht rein. Dann gehen wir weiter. Muss mal rüberspringen. Ui. Kein Problem für uns. So, hier gibt es die Schafe, die werden wir rösten. Dann haben wir wieder ordentlich Fleisch. Es geht relativ einfach, wenn man es so macht. Und Haut auch, das können wir verkaufen. Also total in Ordnung. So, da ist nur ein Schaf. Zwei. Jawohl. Ziege, nicht Schaf. Ich bin aber auch ein Dödel. So, komm her, Ziege. Gut, wir gehen jetzt weiter Richtung Auftrag wieder. Genug rumgehampelt. Wir nehmen wieder unser Schild. Das ist mir nämlich lieber. Jetzt müssen wir da wieder rauf. So, darüber. Und da sind wir. So, wow, 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 wow. Und zwar, stelle die Diebe um Holgers Horn zurück. Das sind die da drüben wahrscheinlich. So, aber hier gehen wir sicher nicht rüber. Sondern da. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal aufgeräumt hier oben. Da waren wir mit Sicherheit schon mal. Oh, was ist denn hier los? Rossa. Da hat sie aber jemand aufgeführt. Da waren wir wohl doch noch nicht. Sowas würden wir nicht machen. Wow, wow, wow. So, wir müssen da irgendwie runterkommen. Das ist jetzt nicht so leicht. Sehr felsig hier. Da müssen wir hin. Geh in die falsche Richtung, das ist schlecht. Es sind schon einige Schiffe hier zerschellt irgendwie an der Küste. So, und los geht die Party. So, komm drauf. Runter. Ich weiß nicht, was du hier gesucht hast, Wanderer. Aber gefunden hast du den Tod. Drecksau. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hast du Drecksau gesagt zu mir, du Drecksau? Sehr schön, nochmal angezündet. So. Selber Drecksau. Wow, der Kopf ist geflogen. Und der Kopf auch. Und du möchtest sicher auch nochmal, oder? Komm her. Auge um Auge. Und den nächsten. Bitteschön. Aua. So, und Ruhe ist hier. Weg mit dem Kopf. Jawohl, Geralt macht es. Loot Time. Einen Trank und eine Wasserflasche, denn wir, falls was ist, wollen jetzt... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.